Herzlich willkommen am Waterburg. Das hier ist unsere Campsite. Und wie geil sieht die bitte kurz aus? Das möchte ich mal kurz festhalten. Es ist so geil hier. Es ist einfach wie ein Wohnzimmer. Eigenes Bad und Dusche, Warmwasser natürlich, haben wir auch. Zwei Dinge, warum wir hier sind, ne? Oder drei? Drei, wenn man die Campsite mitzählt, drei. Erstmal zeigen wir die Campsite. Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafbereich. Und Dusche zeigt euch Daniel. Da sind wir. Licht. Die Dusche. Und hier das Klöchen. Ja, und jetzt hat hier, das ist ein ganzes Haus, und hier hat jede Campsite, also vier Campsites, teilen sich ein, so ein Klohaus. Jeder hat hier seinen Eingang. Und die sind hier auf dem ganzen Campplatz verteilt. Man fühlt sich echt irgendwie wie in so einem offenen Hotelzimmer hier, obwohl man sein eigenes Zelt dabei hat. Also ein Highlight ist, was wir jetzt mal echt mal sagen können, dass jeder, der hier nach Namibia kommt und so einen Roadtrip plant, der sollte auf jeden Fall eine Hängematte mitnehmen. Boah, das ist so entspannt, mal nicht im Auto sitzt oder im Campingstuhl zu sitzen oder natürlich eine Aktivität machen, laufen, das machen wir auch, sondern einfach mal... Wo bist du? Ja. Hallo. Sondern einfach mal eine Hängematte zu baumeln. Und mega praktisch, das Wasser, das hier rauskommt, das ist Trinkwasser, weil es hier aus dem Berg kommt. Waterburg, versteht ihr? Zwei Gründe, warum wir hier sind. Zum einen sind wir hier wegen der Landschaft, die halt unfassbar schön hier um uns herum aussieht. Das zeigen wir später noch. Und zum anderen, weil genau hier sich geschichtlich was richtig, ja, das Bedeutendste für Namibia eigentlich ereignet hat, vor allem in der Geschichte zwischen Deutschland und Namibia. Ja, und das haben wir uns hier mal angeguckt. Bevor wir zeigen, wie wir uns das angeguckt haben, spulen wir kurz zurück zum 23. Oktober, als wir diese Insta-Story hochgeladen haben. So, wir sind gerade im Supermarkt und hier sieht es dann so aus. Einfach, also es ist nicht der ganze Supermarkt, aber so eine ganze Abteilung hier mit Spargel und so hier, ne? Und danach diese Umfrage gestellt haben. Und dieses Ergebnis erhalten haben. Und wir dann geschrieben haben, alles Clearo, werden wir mal in den Vlogs was zu erzählen und zeigen. Und dazu spulen wir noch weiter zurück, ins Ende des 19. Jahrhunderts, rein in eine Zeit, in der die ersten Europäer nach Namibia kamen. Darunter war auch ein Bremer, der Teile des Landes vom Volk abkaufen wollte. Im Vertrag mit dem Häuptling stand 20 geografische Meilen. Der Bremer wusste, dass der Häuptling keinen Schimmer hatte, dass geografische Meilen um ein Vielfaches länger waren als die angenommenen englische Meile. Der Häuptling willigte ein und in dem Moment verlor er fast seinen gesamten Landbesitz. Nicht viel später, August 1884, wehte eine andere Flagge im Land. Namibia wurde die erste Kolonie Deutschlands und hieß Deutsch-Südwestafrika. Der Bremer übrigens hieß Adolf Lüderitz. Und die Flagge wehte in der heutigen Stadt Lüderitz in Namibia. 1904 rebellierte eine der größten Ethnien Namibias, die Herero. Was dann passierte, kennt man in der Geschichte als den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts. Denn 1904 gab der General Lothar von Trotha einen Vernichtungsbefehl. Zitat: Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Und diese entscheidende Schlacht fand am Waterburg statt und ging in die Geschichte ein als die Schlacht am Waterburg. Ja, und die Schlacht hat genau hier stattgefunden. Ja, und das hier hinter mir, das ist der Waterburg und der hat zu Recht seinen Namen Waterburg, weil aus dem Berg eine Wasserquelle hervorkommt. Und das ist der Grund, warum die Herero überhaupt hier hin sind, weil sie hier eine Wasserversorgung hatten und irgendwo hier unten vor dem Waterburg auf dieser Ebene, hier muss irgendwo die Schlacht stattgefunden haben. In dieser Schlacht wurden Schätzungen zufolge 80% des Herero und des Nama-Volkes getötet. Namibia blieb bis zum Jahr 1915 eine deutsche Kolonie. In dieser Zeit wurden deutsche Schulen gebaut, deutsche Straßen benannt und Familien wanderten ein. Die Spuren dieser Geschichte kann man also bis heute noch sehen. Deutsche Produkte in den Supermärkten. Sogar Marzipankartoffeln zur Weihnachtszeit. Klopapier. Oder auch Haferflocken von Gut und Günstig. Daher auch Autovermietungen mit deutschen Namen. Oder zum Beispiel Städtenamen, die ziemlich deutsch klingen. Helmeringhausen. Hotels mit deutschem Namen. Achso, und Infotafeln, die sind auch in deutscher Sprache hier. Und in der Stadt Lüderitz wird sogar noch richtig Karneval gefeiert. Und
dann gibt es noch einen Grund, warum wir hier sind. Und zwar ist das Ganze hier so eine Art Nationalpark. Also das Ding ist zwar hier im Privatbesitz, aber arbeitet zusammen mit dem Nationalpark zusammen. Hier gibt es Rhinos. Und richtig cool, man kann hier sowohl einen Rhino Drive machen, das heißt, man fährt mit dem Auto hier den Spuren von den Nashörnern hinterher, und man kann Rhino Tracking machen. Das heißt, man geht hier mit einem Guide rein, hinter den Spuren hinterher und sucht dann im Busch nach einem Nashorn. Und das machen wir morgen. Und Daniel freut sich schon wie sonst was. Und Anja auch. Doch, ich auch. Ich habe ein bisschen Schiss. Nee. Die Dinger sind halt groß einfach. Das ist schon krass. Also die laufen hier frei rum. Die könnten eigentlich auch hier bei uns neben dem Auto auf der Campsite stehen. Hier vorne auf der Straße zur Campsite haben wir noch Spuren gesehen von den Dingern. Und die sind so groß wie mein Kopf. Ich probiere es einfach nochmal. Wir waren jetzt hier schon 4 Tage auf der Campsite. Einen Tag davon lag ich ein bisschen flach, glaube ich, weil ich ein bisschen zu viel Sonne abbekommen habe. Ansonsten haben wir aber richtig gut entspannt. Hier drüben in der Hängematte gelesen. Cool. Richtig, richtig cool. Ich habe 2 Bücher durchgelesen hier. Ja, und jetzt verlinken wir unten welche. Eigentlich haben wir nur geplant, 2 Nächte hier zu bleiben. Und dann haben wir gemerkt, wie cool das hier ist, vor allem mit dem Sonnenschutz. Und dann sind wir 4 Nächte jetzt hier. Up, up, up in a painted cup, I will paraglide across the sky. Let flowers and tiny hearts shape a line in the cup of ours. So sweet like a honeybee can buzz around a honey tree. Up, up in a painted cup, ride in the sky like a firefly. Like a firefly. I believe to believe is to feel the fire grow within. I believe to believe is to see how the present comes from dreams. Und Zukunft Anja und Daniel, viel Spaß beim Rhino Tracking morgen. Danke. Danke. Los geht's. Vor allem mal gucken, wie viele wir sein werden, ey. Wenn wir da jetzt mit einer Truppe von 15 Leuten noch rumlaufen. Mal gucken, wie viele Nashörner wir sein werden. Wir sehen werden. Ja. Ja, und am Ende waren wir allein. Und falls sich einige von euch jetzt fragen, warum es so besonders ist, ein Nashorn zu sehen, weil sie selten geworden sind. Und das hat besonders 2 Gründe. Ein Grund ist vor allen Dingen die Waldrodung durch den Menschen, der so ihren Lebensraum drastisch verkleinert. Und zum anderen, weil man in Asien, besonders in Vietnam und China, glaubt, dass das Horn von dem Nashorn medizinisch heilende Wirkung hätte, obwohl es eigentlich nur aus dem gleichen Stoff wie unsere Haare und Nägel gemacht ist. Und obwohl das Wissen existiert, ist dort der Glaube so groß daran, dass für das Horn ein Vermögen bezahlt wird und Wilderer bereit sind, das Tier zu jagen. Experten sagen, dass das Nashorn in den nächsten 5 Jahren ausstirbt, wenn das so weitergeht. Und es war schon irgendwie merkwürdig, dort entlang zu gehen und sich vorzustellen, wie wir in ein paar Jahren dieses Video gucken und dann sagen, die gibt's jetzt nicht mehr. Thank you.
Ja, wir haben eigentlich kein Mikro mitgenommen, weil wir dachten, dass wir da mit einer Truppe von 10 Leuten sind und dass wir da leise sein müssen. Und dann waren wir alleine. Deswegen nur die Bilder, aber wie mega krass. Ich hätte niemals gedacht, dass wir so nah an einem Rhino sind. Das war keine 2 Meter vor uns. Das war so heftig. Also ich habe, je näher der kam, desto mehr so ging mein Puls und ich habe immer so zu ihm geguckt, so, ist noch okay. Du hast den richtig schnaufen gehört, atmen gehört, du hast das Knistern gehört, wenn er gefressen hat. Wie groß die einfach sind, ne? Komplett anderes, das von dem Auto auszusehen oder so vor ihm zu stehen mit Todesangst. Heftig. Auch cool, dass die keinen GPS-Tracker haben. Also die gehen halt da durch. Und also jetzt, wir sind wirklich reingelaufen. Die wussten ungefähr, wo sie zu suchen haben, in was für einer Gegend. Aber wir sind dann reingelaufen und dann ging es los. Okay, wo sind die ersten Spuren? Dann haben wir eine Spur verloren, dann hat er eine andere gefunden. Dann haben wir den Kackhaufen gesehen von dem Rhino. Und dann Urinhaufen. Dann Urin und dann waren wieder Spuren und dann plötzlich stand es da einfach mitten im Busch. Total geil. Der hat uns zwischendurch auch erklärt, wie er die Spuren liest und wie man das macht und woran man wie was erkennt und so. Total geil. Richtig, echt cool. Hammer. So, wir packen jetzt hier unsere Sachen zusammen. Es ist jetzt ungefähr, ich glaube, 11 Uhr oder 11:30. 11:30 haben wir. Und dann machen wir uns auf zum nächsten Stop. Und wohin wissen wir noch nicht so ganz. Ja, wir wissen schon, wir wissen nur nicht, ob da Platz ist. Ach so, zu einer Organisation, die sich um Geparden kümmert, von der wir in der Doku gelesen haben, dass sie richtig cool sein soll. Mal gucken, ob die so Tagestracks oder Tagesbesuche anbieten. Wir wissen nicht, ob wir es im Vorfeld hätten irgendwie reservieren müssen, das Ganze. Ja, das gucken wir dann mal. Das zeigen wir dann alles im nächsten Vlog. Ja, jetzt wollten wir euch zeigen, wie wir das Dachzelt zusammenbauen und jetzt haben wir es vergessen. Also man klappt das von hier rüber, schmeißt dann das Ding da drauf und dann zog man das zu. Ist das eine theoretische Anleitung? Nö, ich finde, wir machen das in der Praxis auch sehr perfekt. Ach, ihr habt das doch schon festgezurrt. Boah, es ist so heiß, ne? Übrigens ist es nicht normal. Wir hatten Glück. Wir haben nämlich gefragt, ob das normal ist, dass so wenig Leute immer da sind. Da hat er gesagt, nö, das ist pures Glück, dass wir nur zu zweit sind und die Tour ganz für uns alleine hatten. Und es war Glück, dass wir 2 Rhinos gesehen haben. Ja, Glückspilz am Start. Fetter Tag. Boah, ist das warm. Aber war ein schöner Tag. Ja, machen wir jetzt Outro-Time, ne? Boah, ich will gar nicht aufstehen von hier. Wir hätten nochmal im Pool gehen sollen. Hier ist ein Pool. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Oh, ich gehe da jetzt aber nicht hin. Ja, ist das okay? Also der Pool ist dann da hinten. Irgendwo. Ja, genau. Gut, haben wir es auch. So, machen wir mal hier Outro Time. Na? Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Video. Und hier kommt ihr zum nächsten Video. Vielleicht mit großen Katzen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Ansonsten sind alle Infos, Links, Unterkünfte, Campsites und so, wenn es fertig ist, auf dem Blog. Link unten. Jawohl. Ciao. Ciao, ciao.